Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alex von Noobtown Gaming und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge LS15 auf der PS4. Und ich werde mir jetzt mal angucken, was hier so steht. Öffne Anschlagsbad. Gerste für den Bahnhof. Habe ich keine. Moment, kann man das irgendwie umstellen? Alle 2 Minuten. Also ist dann alle 2 Ingame-Minuten und alle 2 wirkliche Minuten. Belohnung. Nachfrage müssen wir liefern, sie eine Menge. Ja. Ja. Na gut, dann war es das auch schon wieder. Schade. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt mal so ein paar Missionen durch die Gegend fahren, aber war wohl nix. Toll, was mache ich jetzt? Was kostet das Feld hier? Vollbremsung. Fünfzigtausend. Nee, ist zu teuer. Was sind eigentlich diese kleinsten? Das ist das kleinste Feld, ne? Nee, die Nummer 6 ist noch klein. Die sind alle so riesig, ey. Hier ist keine mal nirgendwo mal eine vernünftige Wiese. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht müsste man da mal nachhelfen. Damit man auch was zum Mähen hat, falls man den Silageballen machen möchte. Aber hier sind wir fast voll, wenn der da fertig ist. Sind wir voll. Hat man hier so einen kleinen Überblick verschaffen. So. Was machen wir jetzt hier mit? Wie gesagt, könnten wir jetzt noch Bäume fällen, die da hinten rüberfahren, aber wie viel Sinn das macht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also wenn ich 60, ich brauche 100.000, ne? Für die Ballenmaschine plus die Verpackungsgedöns. Sehe ich das korrekt? Sehe ich das richtig? Oh Gott. Sehe ich richtig, ne? Also, Frage ist, wie machen wir das jetzt? Ist aber auch nirgendwo mal vernünftig, wo man was anpflanzen kann. Ich fahre nochmal zu dem Anschlagsbrett. Eigentlich sind 2 Minuten jetzt rum. Ich fahre jetzt nochmal dahin und guck mal. Ich werde jetzt mal rausfinden, wie das funktioniert tut. Und ich will natürlich auch irgendwann einen LKW haben oder so was Geiles, ne? Weg da. Blöde Sau. Sagt man natürlich nicht, aber ist halt nun mal so. Nee, 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 nee. Was war das denn? Schild. Oh, Entschuldigung. Keine offene Mission. Wollt ihr mich verarschen? Warum nicht? Wo ist denn noch irgendwo ein Anschlagsplatz in der Nähe? Nirgendwo, ne? Gartencenter, Depot, Bahnhof. Oder soll ich einen Teil von unserem Feld zur Wiese machen? Obwohl, da ist ja eigentlich Wiese drumherum, ne? Aber so wirklich viel auch nicht, wenn ich das hier so sehe. Sollen wir mal ein paar Tiere kaufen? So ein paar Hunas? Nee, ich glaube, das ist noch ein bisschen bitzken früh. Das ist nicht im Sonne. Das Scheißding. Braucht kein Mensch. Ich weiß es doch nicht. Kostet er eigentlich? 285.000? Ja, geil. Könnte ja noch lange warten, ey. Oh, so eine Wichse. Ich glaube, da wird nichts drum rumführen, ne? Und das Ding und das Ding. 60.000.
40.000. Meine Fresse, ist das eine Scheiße! Vor allem verdienen wir ja kein Geld hier mit, ey. Ist ja so nervig. Verdienst du so einfach keine Kohle? Mein Problem ist, ich kann natürlich auch nicht einfach auf einfach umstellen, weil es nicht funktionieren wird. Also ich muss jetzt komplett neu anfangen. Das ist ja mega kacke, ey. So machen das Profis. Ohne Tempomat. Was ist hier noch drin? Die zwei Anhänger wenigstens voll, ne, nicht so ganz. So, wo kriege ich das meiste dafür? Moment, da muss ich mal woanders gucken. Ne, da muss ich gucken. Oh ne. Getreidemühle. Da auf zur Getreidemühle, die ist wo? Rechtsraum. Alles klärchen. Und ab geht er. Ja, ich bin auch nicht so sicher. Das ist ja alles mega langwierig. Ne? Klar, wir haben mit der Silage und den Bäumen jetzt gut Geld verdient, aber ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Glaube ich. Oder wie sehe ich das? Tiere müsstest du ja dann auch, müsste man ja dann auch füttern. Müsste man auch wieder Geld für investieren. Hier ist irgendwie dieses Silage-Symbol, das sieht aus wie Rollrasen. Moment. Lauf, lauf, schneller. Das kann ja nicht wahr sein. 2 Minuten sind noch locker um. So. Auf geht's, ab geht's. Vielleicht entscheide ich mich dazu, auf leicht nochmal anzufangen in der nächsten Session, damit ich hier wenigstens mal irgendwas geschafft kriege. Weil das hier, das ist ja... Da kommst du ja nicht zu Rande. Jetzt habe ich mal einen neuen Trecker gekauft. Wow, kann ich für 4 Jahre sparen. Oder nochmal 8 Folgen... Scheiße durch die Gegend. Gras... Ach, nu! Gras aufsammeln hier oder so ein Mist. Ja? Also das ist ja wohl auch nicht Sinn der Sache. Irgendwie. Immer parallel abladen hier. Zang, da kommt die Kohle. Wow. Nicht mal 20.000, ey. Ich raste aus. Nicht mal 20.000. So ein Mist. Oh, hier ist eine ganz schöne Wiese. Bin mir jetzt nicht so sicher, was ich machen soll. Ob ich, jetzt wirklich diese Ballengedöns hier kaufen soll oder nicht. Dann habe ich noch einen größeren Ladewagen. Aber die sind auch so arschteuer, Alter. Da gibt es an der BGA keine Wiese. Nicht so wirklich, ne? Mann, ist doch kacke.
Geht mir hart auf den Sack hier alles, ey. So, jetzt muss der Juri erstmal hier wieder ansehen. Der Juri. Dreht sich das mit. So. Der steht hier irgendwo rum. Können wir eigentlich auch mal zum Hof zurückfahren. Da sollen wir mal ein paar Hühnchen kaufen. Frage ist nur, wo käme ich Stroh her? Frage ist nur, wo bekäme ich Stroh her? Kühe für Hühner. Eier im Rucksack. Was brauchen die denn? Überhaupt alles so. Hier gab es doch aber noch eine andere. Nee, da gab es doch noch eine andere Übersicht. Diese hier. Ja, man konnte doch irgendwo sehen, wo. Was die so brauchen. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Ich glaube, das sehe ich irgendwie falsch. Jetzt sollte ich wirklich mal noch ein Feld kaufen, ein zweites. Aha. Nee. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt einfach mal Hühner. Mit scheißegal. Oder ein Schaf. Schafe brauche ich auch Futter, ne? Futtertrog. Was gehört denn da rein? Was fressen denn Schafe? Komm, ich kaufe mal ein paar Schafe. Holen wir mal 20 Stück. So. Wir sind jetzt wo genau? Da oben rechts an der Getreidemühle, ne? Fahr ich mal hin. Guck mal, was da so abfährt. Ich weiß nicht, was fressen Schafe. Krass. Irgendwie ist hier immer nur Nacht, wenn ich spiele. Habe ich so das Gefühl. Ich muss mal umstellen, bis die Nacht vorbei ist. Das geht mir so hart auf den Sack, ey. So. Ab geht er, der Peter. Ich will noch gucken, wie ich da irgendwie. Hier sind die Kühe. Zu erkennen an dem Kuh-Symbol. Logisch. Peter hat die ganze Zeit den Anhänger dran. Stelle ich einfach mal hier ab, glaube ich. Das geht mir auf den Sack, das Ding. Und tschüss. Jetzt soll ich wieder runter. Oh, jetzt bin ich. Schafbestandproduktivität 5%. Nice. Wie gesagt, jetzt müsste ich nur noch wissen, was die fressen, ne? Ich fahre mal hin und guck mir das mal an. Ich muss
gerade mal einen Schluck trinken. Ey. Ich hab mega Husten. Entschuldigung. Ich finde meine Flasche nicht. Ja. Normalerweise trinke ich ja immer aus dem Glas, ne? Einfach weil das weniger Geräusche macht. Aber bin ich jetzt schon vorbeigefahren an den Schafen? Nee. Aber jetzt gerade habe ich kein Glas. Also ich habe schon Glas hier, aber ich habe mich vergessen, mir was einzuschütten. Und aus diesem Grund au! Was ist eigentlich mit dem Zeug hier? Kann ich das irgendwie wegnehmen oder so? Und was hier so abfährt? Aha. So, das ist doch das, was ich haben wollte. So. Das wäre meine nächsten. Dann kaufe ich mir für den, für den Radlader nämlich eine Gabel, eine Palettengabel. Und hey, wo bin ich denn hier überhaupt? Bin ich hier überhaupt richtig? Oh, ich bin noch voll weit weg. Dann werde ich mal diese Mission hier machen. Kann nämlich auch Geld mit verdienen, ey. Jetzt dauert mir das ja alles zu lange. Und vielleicht werde ich doch noch das Feld 20 kaufen, da in der Zeit noch was anderes anbauen. Links um. Schafe, Schafe, Schafe. Hier haben wir Schafe. Halli hopp. Halli hopp. Wofür sind die Trecker sonst da, ey? Oh, da sind sie. Geilo. Und hier ist eine Palette Wolle, oder was? Soll das sein? Wolle? Steht drauf. Formidable Wolf from Happy Sheep. Oh. Hallo, Schaf. Aber was fressen die? Gras? Oder was? Kann ich jetzt einfach Gras reinhauen? Oder Silage? Oder ist es egal? Naja, das werde ich im nächsten Part lüften. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im nächsten Part machen wir auch mal die Palettenmission hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wir haben Schafe, Leute. Und ja, bis dahin bin ich erstmal raus. Haut rein, Leute. Ciao.